Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian?